Moin, ich bin Mara und ich darf euch heute noch ein bisschen mehr zu den Wiederverlangen und Aufgaben erzählen. Da ich im Sales arbeite, ist das natürlich perfekt, weil wir intern ganz, ganz viel damit machen. Und genau, um euch das zu zeigen, habe ich ein bisschen was vorbereitet. Komm, wir schauen es uns an. Genau, Wiederverlangen und Aufgaben. Dafür habt ihr einmal den Shortcut hier oben, dass ihr direkt über den Link in die Wiederverlangen klickt. Das mache ich gerade mal, dann könnt ihr das schon mal sehen. Die Alternative, wenn ihr jetzt irgendwie hier oben nicht so gerne arbeitet, dann gibt es unter meinen Bereich natürlich auch nochmal die Verknüpfung zu Wiedervorlagen. Und das Dritte, da haben wir noch ein extra Video dazu, ist im Bereich Adresse. Auch hier könnt ihr natürlich Wiedervorlagen anlegen. So, die Wiedervorlagen. Was sind Wiedervorlagen eigentlich? Wiedervorlagen haben ganz unterschiedliche Bezeichnungen mittlerweile und jede Firma oder jedes Unternehmen, mit dem ich spreche, hat so ein bisschen unterschiedliche Anschauungen davon. Wiedervorlagen können auch Opportunities oder Chancen sein, also wirklich ganz individuelle Begrifflichkeiten und sind letztendlich nichts anderes als ein Vorgang. Genau. Da wir ganz viel einheitliche Vorgänge im Idealfall über eine Ansicht abarbeiten, schauen wir uns als erstes mal die Pipe an. Genau. Die Pipe, das ist jetzt die Möglichkeit für euch, einen Workflow zu definieren. Ich habe euch jetzt einfach mal ein Salesboard vorbereitet. Also hier seht ihr das Board und hier gibt es auch nochmal einen Dropdown, da komme ich auch gleich nochmal dazu. In einem klassischen Sales-Vorgang ist es so, dass wir zum Beispiel eine Anfrage haben, also ein Kunde ruft uns an und ist interessiert an unserem Produkt. Dann geht es in die Beratung. Ich habe mit dem Kunden einen Beratungstermin vereinbart und möchte jetzt eben gucken, dass ich das Produkt noch ein bisschen schmackhafter mache. Zum Schluss, wenn er mit der Beratung zufrieden ist, dann wird ein Angebot erstellt, dann besprechen wir das Angebot vielleicht noch und im Idealfall kommen wir dann zu einem baldigen Abschluss. Genau. Und da das natürlich in einer Häufigkeit, also in einem klassischen B2C oder B2B-Bereich, habe ich natürlich in der Regel nicht nur eine Anfrage, sondern wie hier, ich habe ganz viele Anfragen, die parallel bearbeitet werden müssen und ich möchte den Überblick nicht verlieren. Ich gehe mal in eine Wiedervorlage rein. Was kann ich also hier machen? Ich habe also eine Bezeichnung und ich weise die auch immer einem bestimmten Kontakt zu, also meiner Superbeistellungs-AG beispielsweise. Und wenn ich möchte, kann ich auch einen Ansprechpartner zuordnen. Das ist immer dann sinnvoll, wenn ich vielleicht von dem gleichen Kunden mehrere Anfragen habe. Also jetzt beispielsweise, ich bin Anlagenbauer und habe dann vielleicht eine große Chemiefirma als Kunden, die in Ludwigshafen sitzt und die macht natürlich nicht nur, also hat nicht nur eine Chemieanlage, sondern vielleicht drei, vier. Das heißt, es kann durchaus natürlich passieren, dass zum gleichen Zeitpunkt mehrere Anfragen kommen. Genau, und dafür ist natürlich die Zuordnung zum Ansprechpartner perfekt. Dann kann ich das direkt finden. Und hier unten habe ich noch eine Beschreibung. Die Beschreibung hilft mir auch dabei, den Vorgang einfach noch mal ein bisschen zu kategorisieren. Und auch hier kann ich zum Beispiel über eine Liste oder ähnliches das einfach noch mal mit Leben füllen. Im unteren Bereich habe ich dann die Möglichkeit, über die Stages zu arbeiten. Ich kann mir ein Erinnerungsdatum setzen. Und hier unten habe ich letztendlich einen Verantwortlichen und einen Bearbeiter. Das heißt, welcher Mitarbeiter intern kümmert sich eigentlich um den Vorgang? Die sind jetzt mir zugeordnet. Das macht es mir gleich einfach zum Zeigen. Genau. Im rechten Bereich haben wir dann als erstes den Verlauf. Der Verlauf ist dazu da, dass ihr einfach dokumentieren könnt, was ihr mit diesem Vorgang gemacht habt. Angerufen, nicht erreicht. Oder Terminvereinbarung, Vereinbarung für Beratungsgespräch. Genau, das kann ich schön dokumentieren und weiß dann, auch gerade wenn ich vielleicht irgendwann mal den Verantwortlichen ändere, weil auch hier wieder ein Punkt erreicht ist, wo ich nicht weiterkomme, weiß mein Folge, also die Folgeperson, die dafür verantwortlich ist, direkt was zu tun ist. Genau. Ich kann außerdem Aufgaben definieren. Aufgaben sind also ein Unterpunkt von der Wiedervorlage letztendlich. Und ich kann die Aufgaben bestimmt betiteln. Ich kann sie natürlich auch hier wieder einem Mitarbeiter zuordnen. Ich kann eine Abgabe definieren und sogar eine Priorität festlegen. Der Mitarbeiter muss natürlich nicht identisch sein mit dem Hauptverantwortlichen der Wiedervorlage. Also beispielsweise, wenn ich jetzt immer noch bei der Konstruktion bleibe, ich habe einen Verantwortlichen, das bin beispielsweise ich. Und jetzt muss aber irgendwer mir vielleicht diese Anlage auslegen, weil ich dafür gar nicht technisch geeignet bin. Das heißt, ich würde die Aufgabe, bitte leg mir die Anlage aus, dann einem Mitarbeiter zuweisen, dem Erik-Konstrukteur beispielsweise. Genau. Die Freifelder sind dazu da, dass ich an diesen Wieder, also diese Wiedervorlage, diesen Vorgang mit standardisierten Werten füllen kann.
Also jetzt bei uns zum Beispiel, wenn ich jetzt an Central-Kunden denke, dann interessiert uns vielleicht das Go-Live-Datum, also bis wann möchte der Kunde live sein. Oder es interessiert mich, aus welcher Branche kommt der Kunde. Das heißt, das sind Informationen, die egal welche Anfrage ich bekomme, ich jedes Mal wieder pflegen möchte. Genau. Und als letztes kann ich diese gleichen individuellen Felder auch noch als Zusatzfelder aus der Adresstabelle nehmen. Aus der Adresstabelle heißt, dass diese Informationen nicht am Vorgang gespeichert sind, sondern am Kunden. Am Kunden gibt es Freifelder, die ich definieren kann. Da gibt es mit Sicherheit auch genau ein Video dazu. Guckt auch da gerne, wie ihr Freifelder definiert. Und die könnt ihr eben hier mit einblenden. Das heißt zum Beispiel die Branche, wenn ihr von jedem eurer Kunden die Branche pflegt und das halt wirklich direkt im CRM an der Adresse hinterlegt, dann könntet ihr das eben hier mit anzeigen lassen. Genau. Hier oben zum Schluss gibt es dann noch die Möglichkeit, dass ihr auch die Stages wieder euch anschaut und ihr könnt auch hier natürlich den Vorgang durch die Stages bewegen. So. Genau. Beim Mitarbeiter habt ihr die Möglichkeit, dann im Normalfall euch auf euch selber zu filtern. Hier ist aber natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr euch, wenn ihr jetzt zum Beispiel Teamleiter seid und ihr möchtet eben alle Vorgänge von allen Mitarbeitern im Team angucken, dann könnt ihr eben hier auf alle filtern und dann habt ihr eben die komplette Übersicht. Zusätzlich zu dieser Pipe-Ansicht gibt es auch noch eine Listenansicht. Diese Listenansicht, die hilft euch vielleicht beim Abarbeiten. Wir haben hier drei unterschiedliche Farben, das stelle ich jetzt gerade nochmal schnell ein. Und zwar sind die Farben Rot, Grün und Grau daran orientiert, wann die Fälligkeit des Vorgangs ist. Das heißt, alles, was in der Zukunft fällig ist, das stelle ich jetzt ein, das, was in der Zukunft fällig ist, das wird in Weiß angezeigt. Alles, was heute fällig ist, ist grün und alles, was gestern schon hätte fertig sein sollen, ist rot. Ich kann das Ganze auch für über die Fälligkeit super gut filtern, sodass natürlich das System mir sagt, hey Mara, die Grünen, die musst du heute abarbeiten, weil die sind heute fällig und die sind heute ganz wichtig. Die Roten, da hast du eh schon geschlafen, also kannst du die auch noch mal eine Sekunde liegen lassen. Und die Grauen, da kümmerst du dich erst darum, wenn du alles andere abgearbeitet hast. Genau. Hier haben wir auch nochmal die Freifelder. Das heißt, ihr könnt euch diese Freifelder, wenn ihr zum Beispiel das als Filterkriterium benötigt oder als Sortierkriterium benötigt, könnt ihr das Ganze auch hier mit anzeigen lassen und könnt dann zum Beispiel auch für Auswertung das Ganze exportieren und könntet das dann in Excel weiterbearbeiten. Im Sales-Bereich ist es so, dass wir natürlich ganz arg darauf achten wollen, sage ich mal, wann unser geplanter Sales-Abschluss ist. Das heißt, ich kann hier in der Wiedervorlage auch das Abschlussdatum setzen. Ich kann eine gewisse Chance setzen, also wie weit bin ich mit diesem Kunden, mit diesem Vorgang im Sales-Prozess. Und ich könnte das Volumen definieren, wenn ich sage, das ist jetzt besonders relevant für mich. Genau, dann kann ich das hier mit eintragen. Das Abschlussdatum und das Eingangsdatum des Vorgangs, dafür gibt es hier oben nochmal zwei separate Reiter. Das Eingangsdatum ist einfach dazu da zu gucken, wann ist dieser Vorgang angelegt worden. Auch hier habe ich dann eben meine jeweiligen Monate. Genau. Und das Abschlussdatum. Da geht es darum, einfach den Überblick zu behalten, wann möchte ich mit diesem Vorgang fertig werden, dass ich halt einfach da auch mich gut fokussieren kann. Und wie ihr gerade feststellt, ich habe jetzt gerade noch zwei mit dem Abschlussdatum Mai. Das heißt, da bin ich wirklich ganz weit weg von. Und dann kann ich natürlich mich auch ein bisschen reflektieren als Sales Manager. Warum stehen die noch auf Mai? Was ist passiert? Woran lag es, dass diese zwei jetzt einfach noch in der Vergangenheit liegen? Die Wins and Loses Liste, das ist eigentlich die richtig spannende. Im Idealfall habe ich hier bei Gewinnern und Verlierern natürlich ganz, ganz viele Gewinner. Und was ist ein Gewinner? Ein Gewinner ist letztendlich ein Vorgang, den ich positiv abgeschlossen habe. Hier in meiner Pipe habt ihr ja schon gesehen, ich kann das Ganze mit Drag and Drop auch hier in den jeweiligen Stages weiter bearbeiten. Und in dem Moment, wo ihr einen Vorgang eben anmacht oder mit Drag and Drop fixiert, habt ihr hier unten dann auf einmal drei Abschlussdialoge. Papierkorb, Gewinner, Verlierer. In dem Moment, wo ihr einen Vorgang in Gewinner setzt, wird ein grüner Eintrag, achso, er fragt euch noch was, genau, warum habe ich gewonnen? Da könnt ihr was eintragen, das genau, am besten intern, je nach Prozess. Oder ich kann das Ganze natürlich auch verlieren. Leider hat er sich für einen anderen Anbieter entschieden. Nee, das ist blöd, ne? Ist egal. Egal.
entschieden. So, und diese Einträge, die habe ich dann hier in der Wins and Losses Liste in der Übersicht. Genau, hier seht ihr das. Wie gesagt, grün ist das, was positiv, also gewonnen, und rot sind die Verlierer. Ich habe hier den Grund nochmal, das heißt, da kann ich dann natürlich nochmal nachgucken, warum hat der Kunde sich für oder gegen mich entschieden. Genau, und im Kalender könnte ich es mir nochmal anzeigen lassen, das heißt, da ist einfach die Ansicht mit den Wiedervorlagen. Jetzt habe ich hier gerade keine Beispiele, aber da sind die, genau, also hier könnt ihr auch mit den Abschlussdaten wieder arbeiten, dass ihr eben die auch im Kalender angezeigt bekommt. Genau, das, was als letztes praktisch ist, jetzt gerade aus Sales-Licht, sind diese Dashboards. Das Dashboard ist dazu da, euch eine Übersicht zu geben, was Aufträge im aktuellen Monat sind und was die Angebote sind und wie der Sales so grundsätzlich gerade steht. Solange ihr einen Mitarbeiter auswählt, ist das Ganze natürlich auf diesen einen Mitarbeiter fixiert. Das heißt, wir haben hier keinen Vergleich und wir haben alles pro Mitarbeiter eingestellt. In dem Moment, wo ihr beim Mitarbeiter alle auswählt, ändert sich die Ansicht ein bisschen und wir haben dann hier unten natürlich auch im Vergleich die einzelnen Mitarbeiter. Jetzt zeige ich euch noch ein bisschen, wie man das Salesboard auch noch anderweitig benutzen kann. Also gerade ganz klassisch, wie gesagt, kommt man aus dem Sales-Bereich. Ich habe so einen klassischen Sales-Prozess, wo ich meine ganzen Leads bearbeiten möchte. Aber dieses Board kann ich natürlich auch ganz anders verwenden. Zum Beispiel könnte ich das jetzt auch für unsere Central-Einarbeitung nutzen. Wie läuft das zum Beispiel ab? Ich habe eine Vorbereitung, ich habe ein Erstgespräch, danach erklären wir euch den Leitfaden des Ticketsystem, dann folgen die Jofix-Termine, irgendwann kommt ein Go-Live, danach vielleicht noch ein Feinschliff und zum Schluss werdet ihr ins Account-Management übergeben. Das ist so eine andere Möglichkeit. Ganz viel geht das natürlich auch zum Beispiel im Einkauf. Im Einkauf könnte ich hier zum Beispiel sagen, ich bin Produktmanager oder ich bin eben Einkäufer und ich brauche einen Alternativlieferanten, weil mein Lieferant irgendwie schlecht performt oder aufgrund von Corona kann ich nicht mehr aus Fernost einkaufen, ich möchte irgendwas Regionaleres haben. Das heißt, ich hätte hier zum Beispiel eine Pipe, die würde heißen Sichtung potenzielle Lieferanten. Die nächste Stufe würde dann heißen Anfragen, also Angebote einholen und Anfragen an den Lieferanten senden. Dann gibt es auch hier vielleicht eine Beratungsstufe. Ich habe eine Nachverhandlung. Ich habe irgendwann den Abschluss und die Entscheidung, welcher Lieferant jetzt das Produkt liefern soll. Und ganz zum Schluss möchte ich vielleicht einfach nochmal eine Kontrolle nach dem ersten Jahr, also wenn ich schon mehrere Lieferungen habe, dass ich dann einfach im Abschluss jetzt hier sage, wie ist die Qualität? Und erst wenn die Qualität in Ordnung ist, könnte ich auch hier wieder über Gewinner und Verlierer dann entscheiden, dass ein bestimmter Lieferant jetzt als Standardlieferant zum Beispiel hinterlegt wird. Genau. Um das Ganze dann auch noch ein bisschen komplexer zu machen, habe ich die Möglichkeit, Pflichtfelder zu definieren. Pflichtfelder werden immer dann angemäkelt, wenn ich einen Vorgang in eine bestimmte Stage schieben möchte, die bestimmte Voraussetzungen hat. Zum Beispiel habe ich hier, das Freitrags-Prioritäten muss ausgefüllt werden und das Wunsch-Go-Live muss ausgefüllt werden. Das heißt, es sind Informationen, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt unbedingt in dem Vorgang dokumentiert sein sollen. Und wie mache ich das? Auch das mache ich über die Einstellung. Genau, da gehen wir jetzt einmal hin. Bei den Einstellungen habt ihr die Möglichkeit, ganz viele unterschiedliche Boards anzulegen. Das heißt, ihr könnt hier entscheiden, welche Boards habt ihr, sind die aktiv oder inaktiv und möchte ich die letztendlich hier in diesem Dropdown haben. Innerhalb eines Boards, also wenn ich jetzt zum Beispiel wieder auf den Sales gehe, dann habe ich hier den Sales Funnel. Genau, und innerhalb eines Boards habe ich dann die unterschiedlichen Stages. Auch hier filter ich einmal auf Sales, dass man eben genau sieht. Ich habe dann die Möglichkeit, hier unterschiedliche Stages anzulegen. Ich kann sagen, ob sie aktiv oder inaktiv sind. Manchmal verändert sich ja auch ein Prozess und dann möchte ich nicht unbedingt das ganze Board neu machen, sondern ich möchte vielleicht nur eine Stufe erweitern. Ich kann die Reihenfolge anpassen. Ich kann entscheiden, ob das Ganze in der Pipe angezeigt wird und ich kann auch hier eine feste Chance definieren. Also beispielsweise, wenn ich den Vorgang als baldigen Abschluss deklariere, dann bin ich ja in der Regel schon mit dem Kunden sehr weit. Ich habe schon ein Angebot geschrieben, ich habe den schon gut beraten, ich habe das Angebot schon mit dem besprochen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er kauft, liegt nicht mehr bei 0%, sondern, wie hier eingestellt, vielleicht schon bei 80%. Genau.
Einen neuen Eintrag würde ich einfach hier übers Aktionsmenü machen. Ich würde ihm einen Namen geben, eine Kurzbeschreibung, kann auch hier die Reihenfolge definieren und habe immer die Möglichkeit zu entscheiden, in welchem Board diese neue Stage jetzt eingefügt werden soll. Genau. So. Als nächstes haben wir die Freifelder. Freifelder sind, wie gesagt, diese Zusatzinformationen, die als Standardfeld sichtbar werden, die ich mir dann auch in meiner Liste anzeigen lassen kann und zum Suchen und Filtern nutzen kann. Und hier kann ich dann zum Beispiel auch definieren, gut, wie das heißt natürlich sowieso, ab wann es verfügbar ist, weil vielleicht ist das eine Information, die ich vielleicht am Anfang noch gar nicht habe, die vielleicht erst kommt in Schritt 3 oder 4. Und ich kann dann noch definieren, ab wann es ein Pflichtfeld ist. Genau. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt bei meinem Einkäufer bin, der Einkäufer hat eine Anfrage getätigt und möchte dann irgendwie ab der Stage Anfrage getätigt die Informationen haben, was für ein Budget dahinter steht. Also das heißt, genau, das ist ja das Budget eben. Dann würde ich eben hier Budget eintragen, würde dann eben sagen, dass ab einer bestimmten Stage das Budget eben aufgetaucht, also mit angezeigt werden soll. Und Pflichtfeld ist es aber erst vielleicht, wenn ich ein Angebot erhalten habe. Das heißt, hier könnte ich dann eben sagen, naja, verfügbar soll es eben ab dem dritten Step sein, aber das Pflichtfeld als Pflichtfeld ausgefüllt soll es eben kurz vor Abschluss erst sein, weil ich dann natürlich auch erst das Angebot habe. Genau. Und nochmal zur Abgrenzung, Wiedervorlagen versus Aufgaben. Eine Wiedervorlage ist der Vorgang selbst, das heißt die hierarchische darüberliegende Instanz, die euch unterstützt, den Vorgang abzuschließen, die euch daran erinnert, über E-Mail zum Beispiel zu einem bestimmten Datum. Und die Aufgabe letztendlich ist dazu da, dieses Gerüst halt noch mit Leben zu füllen. Ihr könnt die Aufgaben eben auch anderen Mitarbeitern zuweisen als euch selbst. Und so könnt ihr dann eben in dem Bereich Aufgaben, das ist hier dieses Männchen, könnt ihr dann auch die Aufgaben einsehen, die euch zugewiesen sind. Genau, auch hier kann ich wieder filtern und dann habe ich eben die Aufgaben und genau, kann die natürlich auch unabhängig von der tatsächlichen Wiedervorlage abarbeiten. Genau, probiert es einfach mal aus. Ganz viel Spaß dabei und wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne bei eurem Implementation Manager. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr Interesse an den Team-Management-Funktionen habt, dann bleibt einfach dran und schaut euch die anderen Videos an.